mich waren ganz klar die beiden ersten Vorträge, also wirklich Studien zum Thema Kinder- und Jugendmarketing. Ein besonderes Highlight war die Shell-Studie, die wirklich sehr, sehr tief in die Lebenswelt von Kindern und Familien geht. Ziel der strategischen Partnerschaft zwischen Juna und dem Legoland Deutschland Resort ist wirklich ganz klar, das erlebbar zu machen, die erste Mobilität erlebbar zu machen. Ich finde es schön, dass es so viele Menschen gibt, die sich Gedanken darüber machen, wie man am besten mit Kindern kommuniziert, und dafür ist es hier der ideale Platz, um sich auszutauschen. Ich habe sowohl Kollegen aus dem Bereich Sport, Vereine getroffen, aber auch viele Markenrepräsentanten, was auf anderen Kongressen gar nicht mehr der Fall ist. Wir haben bei der Swiss in den letzten Jahren sehr steigende Zahlen, Wachstumszahlen im Bereich der Familien. Und aus diesem Grund wollen wir uns fokussieren auf dieses Segment. Beim HSV bespielen wir sehr aktiv jedes Jahr rund 20.000 Kinder über unterschiedlichste Themen, wo wir also wirklich als Marke den ganz engen Kontakt zu den Familien und Kindern haben. Ich würde Braintainment als eine besonders unterhaltsame Aufbereitung von seriösen Wissensformaten bezeichnen. Kids-Marketing lässt sich schwer abgrenzen vom Teenager-Thema, und mit dem heutigen Tag haben wir, glaube ich, da eine wirkliche Abrundung erfahren. Da wollen wir ein Forum für sein, das werden wir mit Sicherheit sehr groß ausbauen und die anderen Themen natürlich weiterverfolgen.